Hallihallo, Leute, willkommen zurück bei einem neuen Review von Pro Contra Germany. Heute geht's um eine neue Pfeife, und zwar die Skyhooker aus Ukraine. Ja, die hat nichts mit der Skyhooker zu tun, die wir euch mal vorgestellt haben. Ja, die Skyhooker Germany quasi. Nein, das hier ist was ganz anderes. Diese Jungs hier, die kommen aus der Ukraine, heißen nur genauso, haben halt nur ein anderes Logo irgendwie. Und es ist halt auch ein anderes System, ja, wie die Ukrainer, Russen, Tschechen, alle so drauf sind. Alle so ein bisschen mehr Tradi-Style. Einige gehen jetzt schon in die Richtung Edelstahl, wie ihr es hier sehen könnt, aber immer noch Tradi-Style, ja. Viel Geschraube, wenig Gestecke und Klauschämmer etc. pp. Genau, das ist das Ding. Wir gehen mal über in die Detailansicht. Jay erzählt euch wieder was dazu und dann sehen wir uns danach hier beim Schmügen wieder. Genau. So Leute, die Detailaufnahme der Skyhooker aus der Ukraine. Und zwar kommt das Ganze, wenn ihr es ohne Bowl bestellt, so an, wie es kommt, wenn ihr es mit Bowl bestellt, keine Ahnung. Wir haben eine ohne Bowl gekriegt. Kommt an diesen netten Kartönchen, steht schön Skyhooker drauf. Logo gefällt mir so lala. Ja, Flügel finde ich nice, aber diesen simplen Schriftzug gefällt mir irgendwie nicht so. Kommt dann so an. Sieht das innen drin so aus, ja nicht so, wir haben es eben schon mal rausgeholt. Und dann fangen wir an mit der Base. Das ist alles V2A, Base, Closed Chamber System. Finde ich eigentlich ganz nice, dieses flache, aber das haben wir auch öfters bei russischen Pfeifen schon gesehen. Hier auch wieder das Logo drauf, bei ukrainischen. Ukrainischen. Hier wieder das Logo, ja, habe ich eben schon gesagt, was ich davon halte. Ja, Closed Chamber. Dichtung ist ebenfalls dabei. Dann haben wir hier die Rauchsäule, die mich sehr an eine Ocean Fusion erinnert hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Kam mir sofort in den Kopf. Sieht ein bisschen aus wie eine Ocean Fusion. Können wir auch direkt schon hier drauf Schraube. So. Dann hätten wir das Tauchrohr, was im Prinzip dreiteilig ist, aber eigentlich dann auch wieder nur zweiteilig. Ist nummeriert, 554 haben wir hier. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr entweder einen Diffusor wollt oder halt ohne Diffusor. Wir machen mal das Diffusorstück dran und das Ding wäre dann das ohne. Lassen wir mal drin. Dann ist noch dabei ein Mundstück. Und ich würde sagen, das ist noch nicht mal Alu. Ich würde sagen, vom Gewicht her ist das Edelstahl. Dann haben wir noch den Kopf und den Teller. Das kommt direkt hier oben drauf. Ah, gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich finde den hier oben so ein bisschen klobig. Das ist für mich optisch ein Aspekt, der mir nicht so gut gefällt. Und dann haben wir hier noch Schlauchanschluss und Ausblasventil, die einfach nur gesteckt werden. Zack. Zack. Und ja, dann war es das. Noch zu. Tauchrohr schrauben wir noch dran. Dann organisieren wir uns noch eine Bowl aus unserem privaten Stand, weil man hat uns keine mitgeschickt. Und dann gucken wir mal, wie das Ding so am Schmücken ist und so. Das war die Detailansicht. Ihr habt es gesehen, ziemlich simpel wird das Ganze zusammengebaut. Halt, ja, wie so ein Hybrid halt zusammengesteckt wird oder zusammengeschraubt wird. Ja, verarbeitungstechnisch gibt es hier eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Ich finde es halt nicht so nice, dass das hier so, ja, einfach nur gesteckt ist. Ne? Da hätte man auch schön mit dem Gewinde machen können. Aber hat halt auch keinen Nachteil, weil viel wackeln tut es wenig. Nö, ist relativ fest. Also, ja, ihr müsst auch wirklich hier festhalten und es dann rausziehen. Also, richtig. Es lässt sich nicht so ganz einfach, aber leicht genug auf jeden Fall. Ja? Wir müssen nicht viel arbeiten, aber es fällt auch so beim Rauchen definitiv nicht raus. Alles ganz easy. Ja, was mir halt aufgefallen ist. Ich glaube, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ist das Problem an dieser Rauchsäule. Ich glaube, sie ist falsch rum. Ich glaube nämlich, dass dieser Part hierhin gehört und dieser Part hierhin.
aber das ist im Endeffekt auch Wayne, weil ich sehe, dass hier unten eine kleine Kante ist und das wäre hier oben dann nicht so. Aber ist auch egal. Könnt ihr zusammenschrauben, wie ihr wollt. Du hast da ein Bild am Start, so wie ich das sehe. Ja, sie gehört andersrum. Okay. Also laut Bild gehört sie andersrum. Ja. Fehler unsererseits, wir haben sie falsch montiert. Es funktioniert auch so. Genau. Ja, also ihr habt hier noch so einen kleinen Absatz, den hättet ihr hier, dann würde es hier so leicht schräg nach oben gehen. Ja. Also die Raus sollte einfach mal andersrum vorstellen. Kleiner Fehler unsererseits. Aber finde ich jetzt halb so wild, ja. Genau, das finde ich sogar relativ schön, dass das hier oben noch so einen Abschluss hat. Aber gut, ist Geschmackssache, ne? Aber passt auf jeden Fall alles, ja. Also ist letztlich an beiden Seiten der Kopfanschluss und auch die, genau, auch das Tauchrohr anschrauben. Ja, was mir so aufgefallen ist, weiß ich, ob das Absicht ist, um Gottes Willen, ist ein Pfeil aus der Ukraine, hat mich halt wirklich sehr an die Fusion-Haushalte erinnert, so ein bisschen. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Aber das ist allgemein dieser leicht, ja, dieser osteuropäische Style, sage ich mal, der hier eh auch mit diesen scharfen Kanten ist, ne? Also wir haben euch mal eine Pfeife vorgestellt, die Soft Smoke war das, glaube ich. Ich glaube, die kam aus Russland. Und die hat auch sehr ähnliche Kanten, ne? Ich hatte sie eben noch mal in der Hand gehabt. Ne? Das ist schon dieses Konische hier und dann mit so scharfen Kanten, 1, 2, 3 und keine Ahnung. Das ist schon alles sehr ähnlich. Das ist den Style einfach. Ja, was auch auffällt, wo wir gerade beim Thema Style sind, was auch bei der Soft Smokes ist, ist die flache Base. Ja. Ja? Also die tendieren eher dazu, die Base ein bisschen flacher zu halten, dass sie nicht so schön, das heißt schön oval hochgeht. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass die Base so ist. Ist was anderes auf jeden Fall. Genau. Die haben halt meistens diese flache Base. Richtig. Ist halt wirklich so ein bisschen ihr Style. Ja, was mir nicht gefallen hat, habe ich auch schon in den Teller so gesagt, ist, ja, der Teller ist eh immer Geschmackssache. Da hat wahrscheinlich ich finde den jetzt nicht verkehrt. Hat wahrscheinlich auch jeder wieder seinen eigenen Teller, ne, den er da sich halt drauf batscht. Aber der Kopfanschluss, den finde ich irgendwie zu klobig. Ja, der ist optisch nicht so schön. Aber das ist halt nur eine optische Sache. Verarbeitungstechnisch ist das Ganze wieder tipptopp. Ich finde ihn zwar auch ein bisschen breit oben, das ist auch wieder bei den Osteuropäern so. Ich habe jetzt eine extra kleine Dichtung genommen, damit ich da den Kopf noch vernünftig drauf kriege. Das ist so eine billige China-Dichtung, weil ich glaube, da war keine bei. Ich habe es nicht mehr so im Kopf, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Habe eine extra schmale genommen, damit ich den Kopf noch drauf kriege, weil oben, wie gesagt, sehr, sehr klobig. Ja? Nicht nur das untere Stück, sondern auch oben, wo der Kopf halt dann quasi noch drauf kommt. Ja. Kommen wir mal zum Preis. Ja. Preislich sind wir hier bei, ich muss gerade hier unten klicken. Ah, wir haben schon umgerechnet, die Europreise habe ich im Kopf. Ja. Das funktioniert hier wieder gar nichts, das ist schön. Mein Handy ist abgestürzt irgendwie, es funktioniert nicht, ich kann es nicht mehr klein machen. Es sind irgendwie 2885 Grivna. Genau, das sind umgerechnet, also nur die Raussäule mit Taucher bla bla, also ohne Baue sind es umgerechnet 95 Euro. Ja, dann habt ihr natürlich auch noch auf der Seite die Wahl zwischen verschiedenen Bowls, genau, die auch alle unterschiedliche Preise haben. Aber ihr seid hier in einem Bereich von zwischen 95 und mit der teuersten Bowl, glaube ich, 115 Euro. Genau, das sind 3450 Grivna. Oder 3500. Irgendwie so was war das. Irgendwie so um den Dreh. Ja, umgerechnet 95 bis 115 Euro. Seite verlinken wir, wenn wir dran denken. Verlinken wir euch mal eine Seite, wo ihr die Pfeife erwerben könnt. Genau, weil die Jungs, die haben uns über Instagram angeschrieben und ja, bei denen im Profil steht keine Internetseite. Ja. Haben wir uns eben zusammen gegoogelt, haben eine Seite gefunden, wo die Pfeife erhältlich ist. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Was Versandkosten aus der Ukraine betrifft, kann ich euch leider nicht sagen. Das war gar keine Ahnung. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden, nichts Sinnvolles. Was da so versandmäßig auf euch zukommt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich finde, jetzt ganz ehrlich, für 95 Euro geht das eigentlich voll klar. Also ich finde es ja jetzt nicht verkehrt. Also wir haben wie gesagt eben gegoogelt, wir hatten keinen Preis, haben uns es rausgegoogelt und war ich ein bisschen überrascht. Ich habe ja auch eher so mit 150 oder so gerechnet. Genau, so 150, 180 hat sich so angepeilt im Kopf, aber ich war noch positiv überrascht vom Preis. Meine persönliche Empfehlung ist,
holt euch eine Bowl dazu. Und wie gesagt, diese Bowl ist aus unserem Privatsegment. Das ist die wir damals bekommen haben von Soft Smoke. Weil ohne Bowl ist das Ganze halt. Ich bin halt auch so ein Typ von Style, ne? Ich möchte auf einer osteuropäischen Pfeife keine Eggermans drunter haben, ja? Wir haben zig Eggermans rumstehen für unsere ganzen Hybrids und Tradis. Aber ich finde, das sieht auf so einer osteuropäischen Pfeife, das ist für mich persönlich eigentlich irgendwo einfach nur falsch. Ja? Deswegen finde ich es nicht verkehrt, wenn ihr diese osteuropäischen Bowls dazu habt. Vor allem, ich finde es auch nicht verkehrt. Sie sehen relativ schön aus. Ja? Da gibt es nichts zu meckern. Die hier ist jetzt natürlich noch sandgestrahlt von mir selbst und so weiter und so fort. Aber ich würde empfehlen, seid ihr bei 20 Euro mehr bei der teuersten Bowl. Ja? Kann man auch nichts falsch machen, weil ich weiß, es gibt so ein paar Menschen, die an so Bowls rankommen und die wollen für eine einzelne Bowl so ungefähr 55 Euro haben. Ne? Das ist ein bisschen viel Holz. Also würdest du, wenn man sie bestellt, direkt mit einer passenden Bowl dazu holen. Und so schlecht sahen die Bowls nicht aus. Klar, es waren teilweise auch nicht so schön dabei, aber teilweise Geschmackssache. Waren die auch eigentlich echt schick passend zur Pfeife. Auch genau. In so einer ähnlichen Form gab es da auch welche. Fand ich recht ansprechend, ja, also für 115 Euro, ja. Denke ich, könnt ihr euch das Ding, wenn ihr so mal ein Hybrid haben wolltet, in einer guten Verarbeitung auf jeden Fall. Also ist jetzt nichts irgendwie Oberflächenblüte oder so, finde ich jetzt nicht schlecht. Also nee, definitiv gut. Nicht. Schön glatt alles eigentlich. Ich merke gerade, die wird ein bisschen warm hier. Also hier strahlt schon ordentlich Hitze runter. Aber das ist auch sehr massives Material. Also hat alles schon sein gutes Gewicht. Ja, aber Rauchverhalten ist eigentlich auch okay, kann man ja. So nicht meckern, das ist halt hybridmäßig. Man merkt halt, dass man was machen muss. Genau. So wie wir es halt mögen, also auch so, sogar ein bisschen mehr wie. Aber es ist halt dieser Draddy-Hybrid-Style, ja? Genau. Also, dass es mehr Draddy-like ist, dass ihr ein bisschen mehr arbeiten müsst. Ja. Sind auch relativ schmale Durchmesser, ne? Also ja. Ist jetzt nichts Brachiales so. Ja? Ich glaube, also, hier das Ausblasventil ist sogar das Todes klein. Habe ich gesehen. Hier seht ihr es. Lasset mal 6 bis 7 mm sein. Ja? Alle höchstens 7. Also durchmessermäßig ist das Ganze schon sehr 3D-like gehalten. Und das merkt ihr halt auch beim Rauchverhalten. Ja? Genau. Also wenn ihr da drauf steht und eine Edelstahlpfeife so 3D-rauchmäßig haben wollt, dann schaut mal bei den Jungs von Skyhooker vorbei. Genau. Und lacht euch das Ding an. Wie gesagt, wir versuchen es. Versuchen dran zu denken und den Link von der Seite, die wir gefunden haben, drunter zu hauen. Hoffe, euch hat das Review gefallen. Schaut euch beim nächsten Mal wieder ein und uns bleibt nichts weiter zu sagen, wie das noch hier im Review. Checkt Instagram aus. Instagram abchecken, ja. Self, das ist ganz, ganz wichtig. Instagram abchecken. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen, wie, also nach jedem Review, ein locker flockiges. Bleibt geschmeidig.